Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, alleinerziehend in Deutschland zu sein, ist nicht gleichzusetzen mit einem prekären Schicksal am wirtschaftlichen Ende der Gesellschaft. Es ist zwar richtig, dass Alleinerziehende bestimmte Ausgaben im Zusammenhang mit den Versorgungen eines oder mehrerer Kinder allein zu tragen haben. Das liegt nun mal in der Natur der Sache, aber sich nur darauf zu beschäftigen, dass es nur Alleinerziehende gibt, die im SGB II sind. Ich bin sehr froh, dass wir einen hohen Anteil haben von Alleinerziehenden, die in Vollzeit, Teilzeit und aus der Sozialhilfe heraus ihren Lebensunterhalt erwerben können. Und auch an die sollten wir letztendlich mal denken. Denn für Alleinerziehende im Leistungsbezug nach dem SGB II erfolgt dies im Wesentlichen an Förderungen an drei Stellen. Das ist gerade schon mal genannt worden. Wir haben einen grundsätzlichen Mehrbedarf. Im Rahmen der sogenannten temporären Bedarfsgemeinschaften werden sie entlastet und gegebenenfalls bei der Ermittlung der angemessenen Kosten von Unterkunft und Heizung. Letztendlich bedeutet das, 50% mehr bekommen Alleinerziehende im SGB II. Wir fördern sie also doch heute schon. Und insofern verstehe ich hier nicht vieles, was gesagt worden ist, als würden wir dieses nicht auch in dieser Legislaturperiode letztendlich nicht auch erledigen. Wir haben hier schon einen guten Ansatz, den wir darüber auch bezahlen können. Nur eins ist auch noch fragwürdig bei der Diskussion, die wir haben. Und da haben wir überhaupt nicht drüber diskutiert. Denn diese 50% werden dort mehr gezahlt, wo die Eltern getrennt leben. Dort, wo wir im Familienverbund oder in Lebensgemeinschaften haben, werden diese 50% an Mehrbedarfskosten nicht finanziert. Also ich denke, auch darüber sollten wir uns mal Gedanken machen. Auch darüber sollten wir uns Gedanken machen, dass wir hier an der Stelle auch eine Ungleichgewichtung haben. Und ich wäre lieber für ein gemeinsames Leben, als dass wir nur darauf setzen, dass wir eben halt hier Menschen haben, die in ihrem Leben letztendlich auch eine gewisse Mitverantwortung für sich selbst tragen, wenn ihre Lebensplanung nicht funktioniert hat. Das kann nicht alles auf den Staat abgewälzt werden. Auch hier werden wir gut hingucken müssen und werden wir gut sehen müssen, was wir denn alles gemacht haben. Es ist schon mehrfach ausgeführt worden, dass wir, und das von mehreren Rednern heute, dass wir auch für Alleinerziehende im SGB-II-Bezug, dass wir hier noch mal den zusätzlichen Anspruch bei den Einrichtungsgegenständen für das Kind bei temporären Aufenthalt geben. Wir machen eine Erstattung der zusätzlichen durch das Umgangsrecht bedingten Fahrtkosten. Wir erstatten von höheren Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, wenn das Kind zu Besuch ist, plus anderer Bedarfe, die je nach Besonderheit eines Einzelfalls anfallen. Meine Damen und Herren, wir sollten uns vergegenwärtigen, was der Sinn und Zweck auch des SGB II ist. Zu unterscheiden ist davon der allgemeine Unterhaltsanspruch aus dem Familienrecht heraus. Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, ich habe da gerade schon einmal darauf hingewiesen, mit einer zusätzlichen Leistung der Streit der Eltern zu befrieden. Das kann nicht unser Anspruch sein. Gegenwärtig drehen wir uns hier im Kreis. Wenn wir immer nur von der Bedürftigkeitssicht der Eltern ausgehen. Mit der Berechnung von Pauschalen, so wie es die Linke fordert, schaffen wir Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Eine auf den Tag genaue Abrechnung des Regelsatzes für ein Kind führt schon heute zu einem riesigen Verwaltungsaufwand für die Jobcenter vor Ort. Nicht nur die Mehrkosten für die Berechnung sind unverhältnismäßig, auch die Personalbindung innerhalb des Jobcenters ist enorm. Und deswegen haben wir bereits zu den Beratungen zum SGB II, zum neunten SGB II Änderungsgesetzes, einen Vorschlag seitens des BAMS zu einer Vereinfachung der Aufteilung des Kinderregelbedarfs diskutiert. Dabei ging es ganz und gar nicht um eine Verringerung des Regelbedarfs, wie es fälschlicherweise immer in der Öffentlichkeit gesagt worden ist. Und es führte schließlich dazu, dass das Bundesministerium einen erneuten Regulierungsvorschlag erarbeiten musste. Dieser Regulierungsvorschlag stellte aber im Ergebnis eine erneute finanzielle Bevorteilung für getrennt lebende Eltern dar. Ergebnis: die bisherige Rechtslage blieb bestehen.
Nach meiner persönlichen Ansicht wäre es durchaus wichtig, die Bedarfe für Kinder auch aus deren Sicht zu sehen. Ich denke, das wäre etwas, worüber wir uns wirklich noch einmal unterhalten sollten. Ansätze, wie sich eine veränderte sich auswirken kann, zeigen die Regelungen beim Bildungs- und Teilhabepaket. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir hier auch noch einmal hingehen müssen und müssen über das Bildungsteilhabepaket letztendlich reden, damit auch das noch verbessert werden kann. Aber es hat den Ansatz, dass ich vom Kind aus denke. Und ich denke, das ist ein vernünftiger Ansatz, den wir auch weiter fortführen. Meine Damen und Herren, wie eingangs gesagt, sehe ich auch die Notwendigkeit, Alleinerziehende noch mehr zu entlasten. Und hierbei nicht nur Alleinerziehende im Leistungsbezug. Wichtig sind für mich vor allem die Väter und Mütter, die morgens allein ihr Kind versorgen, es zur Kita oder zur Schule bringen, dann zur Arbeit hechten, um rechtzeitig fertig zu sein, damit sie wieder fürs Kind da sind, wenn die Kita schließt oder die Schule aus ist. Dabei habe ich noch nicht eingebaut, dass es noch pflegende Angehörige gibt, dass das bisschen Haushalt erledigt werden muss und der eigene Freundeskreis auch aufrechterhalten werden möchte. Schwerpunkt unserer politischen Arbeit wird es weiterhin sein, daher sein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Ich werde auch nicht müde, immer wieder an die Wirtschaft und an die Unternehmen zu appellieren, dass sie uns dabei unterstützen müssen. Aus meinem eigenen Wahlkreis aus Essen weiß ich, dass die Evonik ganz viel hier macht, dass sie ganz flexibel ist, dass es also auch schon Arbeitgeber gibt, die sich auf diesem Wege bewegen. Aber es wird nicht gehen, dass wir Alleinerziehende nur im SGB II unterstützen, sondern wir müssen sie aus der Sozialhilfe rausbringen. Und dazu müssen wir ganz viele Wege finden, dass uns das gelingt. Wir als Parlament sollten diese Ansätze unterstützen. So kann der berufliche Werdegang auch für Alleinerziehende trotz der Fülle an Aufgaben im Privaten ermöglicht werden. Das sollte letztendlich unser Ziel sein und nicht die Spaltung der Gesellschaft, so wie es die Linke mit ihrem Antrag offensichtlich vorhat. Dem können und wollen wir heute nicht zustimmen. Ich darf Ihnen auch 1:40 schenken von meiner Redezeit, einen schönen zweiten Advent wünschen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Sigrid Huppach für die Fraktion Die Linke.